Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft in der TWC 2021. Die siebte WM-Runde steht an. Das Race of Italy auf dem Autodromo Enzo Idino Ferrari. Ja, die zweite Saisonhälfte beginnt und nachdem wir letztes Mal Le Castellet gesehen haben, wo der Conor Weigl seine WM-Führung ausgebaut hat mit seinem zweiten Saisonsieg vor Boris Livic mit seinem ersten Podest in der TWC und der Michael Beisler, der sich einen dritten Platz wirklich erkämpfen hätte müssen, der da wirklich ganz knapp Dritter wurde vor Jake Eberhofer, der den Michael Ford noch nach der letzten Kurve überholt hat, also da hat er richtig kämpfen müssen. Starkes Rennen von Beisler und ja, war wirklich einer der schöneren Podestplätze, die man auf diesem Kanal gesehen habe von mir. Und dieses Rennen, Imola, das wird jetzt etwas schwieriger werden. Es ist kühler geworden. Wir hatten in Frankreich noch fast 30 Grad. Haben wir in diesem Wochenende nur 25 in der Spitze. Es hatte auch geregnet im Lauf der Woche in Imola. Und gewittert und deswegen abgekühlt. Also wieder ganz andere Verhältnisse als zuletzt im heißen Südfrankreich. Und was ich auch ankündigen kann, danach kommt eine mindestens dreiwöchige Tourenwagen-WM-Pause. Mindestens drei Wochen, ich nenne es mal eine Art Sommerpause. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann noch Sommer ist oder schon September. Auf jeden Fall eine dreiwöchige Pause ist in der Tourenwagen-WM, wo mindestens drei Wochen, vielleicht sogar auch vier, aber mindestens drei Wochen kein Rennen sein wird. Und dann kommen die letzten fünf Rennen. Danach geht's an den Nürburgring nach Brands Hatch, nach Canberra, Sentul und Okayama. Also bis November sollte die Saison hier durch sein. Und ja, es ist Imola, Italien-Rennen. Wir gucken uns die Strecke doch einfach mal an. Ich denke, es ist bekannt. Es war auch 2021 zum zweiten Mal hintereinander wieder Formel-1-Kurs und wird auch im neue F1-Spiel irgendwann noch reinkommen im Laufe des Jahres. So sieht die Strecke aus, die aktuelle Variante, die seit 2008 so befahren wird. Und man kennt die Strecke, es ist eine altbekannte Strecke. Ganz wichtig, Start und Ziel und dann kommt schon die Tamburello-Schikane 2 und 3. Sehr knifflig, kann man rausrutschen gleich, wenn man den Bremspunkt nicht trifft. Dann geht es hoch, Kurve 4 und 5 zur Villeneuve-Schikane. Die beiden Schikanen sind ja 1995 infolge des Todes von Senna 1994 reingekommen. Früher ging ja das von der Variante Bassa bis zur Tosa voll durch. Und da gab es ja dann zwei schwere Unfälle, 89 Gerhard Berger und dann Ayrton Senna 94. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist damals. Und was auch nicht vergessen werden darf, Roland Ratzenberger vor der Tosa, ebenfalls 94 da im Qualifying und Senna war ja im Rennen. Daraufhin die zwei Schikanen reingemacht worden, die sehr knifflig zu fahren sind. Auch in der Variante Villeneuve kann man rausrutschen, das ist ganz schnell passiert. Dann die Tosa, kann man auch rausrutschen, schwierige Stelle und dann hoch zur Piattarella. Das ist auch eine Stelle, die ist leicht schwer einsehbar. Also auch da kann man rausrutschen, ist aber ein bisschen asphaltiert. Dann geht's runter, Aqua Minerale, früher eine Doppelschikane gewesen in Grand Prix 2. Haben wir ja noch die alte Variante immer gesehen. Dann weiter nach der Aqua Minerale vor zur Variante Alta. Diese sehr, sehr extrem eklige Schikane. Also da kann man auch drüber bügeln, da kann man auch zu weit rauskommen. Gute Überholmöglichkeit, wenn es dann runter geht nach der Variante Alter, Kurve 12, dann runter zur 13, 14, 15, Rivazza 1, Rivazza 2. Und dann geht es voll durch bis zur Start und Ziel. Da war ja früher bis 2006 noch die Variante Bassa, die Schikane am Ende. Die wird nur noch für die Superbike-WM genutzt. Ansonsten geht die Strecke ja mittlerweile dann voll durch bis zur Tamburello-Schikane. 20 Runden werden wir wieder sehen, 20 Minuten Qualifying. Und wir gehen mal auf die Weltmeisterschaftstabelle ein. Es ist keine Michael-Beisler-Strecke, das sei schon mal vorweg gesagt. Und in der WM, da führt Conor Weigl. Der hat souverän das Frankreich-Rennen gewonnen im heißen Le Castellet. Igor Babic ist Zweiter.
Der hat aber kein so gutes Rennen in Frankreich gehabt, gerade noch ein paar Punkte mitgenommen. Ja, Igor Babic ist am Ende sogar Sechster geworden, kämpfte auch lang um den dritten Platz, hat aber da ein kleines Duell mit dem Beißler gehabt und ist dann da rausgerutscht ein bisschen. Harald O'Hurlevson, keine gutes Rennen gehabt in Frankreich, hat da noch 2 Punkte und ist Dritter. Also Conor Weigl mit 92 vor Igor Babic mit 71, Harald O'Hurlevson mit 66 und dann Colin McCain und Michael Beisler mit 60, aber Colin McCain hat 2 Siege mehr wie der Beisler. Der war nur zweimal Dritter bisher. Aber mit der WM haben wir nichts zu tun. Sie hat schon 32 Punkte Rückstand auf der Conor Weigl und auch der McCain, der so lange geführt hat. So schnell geht's. Auch der Hörlefson hat den Anschluss wieder ein bisschen verloren nach seinem Sieg in Südafrika. Rocky Bergmann, starker Sechster vor Steven Hart, Lukas Bär, Michael Ford und Jake Eberhofer, der den Michael Ford noch in der letzten Kurve überholt hat und noch dem der vierte Platz weggeschnappt hat. Im Kampf ums Podest, wo es rundelang wirklich ein Gefeite war. Und wo wir es echt gut gemacht haben, das Rennen, muss man schon sagen. Und dann gehen wir mal in die Herstellerwertung. Alfa Romeo führt sie noch an mit 179 Punkten, aber Toyota mit 171 ist mittlerweile dran. Nur der Fuxi ist der Schwachpunkt in der Saison. Der kommt bisher nicht, der ist nur 15. mit 13 Punkten. Der kommt nicht in die Saison rein. Zur gleichen Zeit letztes Jahr war er in den Top 10 noch. Da hatte er deutlich doppelt so viele Punkte wie in diesem Jahr. BMW, fixe dritte Kraft mit 145 Punkte. Fiat mit 106 hat jetzt erstmal Platz 4 gefestigt durch das 2- und 3-Ergebnis aus Frankreich zuletzt. Dann Ford mit 67, Audi jetzt wieder vor Seat mit 24 und Seat mit 2. Dahinter geht es auch in die goldene Anna. Spannend auch zwischen Audi und Seat. Ford im Moment jetzt wieder im Nirgendwo durch Fiats Ergebnis, aber BMW, ja, BMW dran, aber noch nicht WM-fähig. Das kann man auch so festhalten, glaube ich. Und dann würde ich mal sagen, ich quassel dann nimmer lang um den heißen Brei rum. Ich habe ein neues Tablet mir gegönnt diese Woche oder letzte Woche, nämlich ein Samsung Tab S6 Lite, also halt ohne LTE, sondern nur die WLAN-Version, das reicht ja auch. Mit einem schönen Bookcover, wo Tastatur und Maus mit angeschlossen ist und einem geilen Stift dabei. Und da habe ich jetzt mal wieder mein SimHub. Jetzt werde ich auch in den nächsten Rennen im Qualifying mir immer einen Zeitenmonitor aufbauen, damit ich euch noch besser die Zeit analysieren kann. Und im Rennen ein Dashboard, wo mir die Live-Abstände gezeigt werden. Ich würde sagen, die Einstellungen passen. Ihr könnt es ja eh nicht sehen, aber ich habe eigentlich in der ganzen Saison die Einstellungen für die KI eigentlich so gelassen. Bisher war das ja ganz in Ordnung. Start die Engine, gehen wir mal rein. Originalstrecke Imola. Und dann in 3 Wochen frühestens der Nürburgring. Und da könnte es zu einer Transferbekanntgabe kommen. Michael Beisler, Toyota. Offiziell ist es nicht bestätigt, aber inoffiziell sage oder pfeifen es die Spatzen vom Dach, dass der Beisler nächstes Jahr im Toyota sitzen wird, im Auto vom Fuxi. Und Fuxi geht dann komplett zu Grand Prix 3. Das pfeife die Spat, aber offiziell soll das erst am Nürburgring bekannt gegeben werden, weil da ist der Sitz von Toyota Motorsport, der Windkanal, der sitzt ja in Köln und das ist ja nicht weit weg vom Nürburgring. So, jetzt hoffe ich, dass das auch alles klappt. Dass wir reinkommen in den Italien Grand Prix hier. Und da ist mein Zeitmonitor auch aufgegangen. Den finde ich ja sehr klein, aber man kann es lesen. Man kann es lesen, das ist super. 19 Minuten Qualifying Session und wir sollten noch das Bild umswitchen, damit wir das Spiel auch sehen. Und wie immer, ich habe es heute noch nicht gestartet, groß. Wir werden auch mal wieder ein paar Performance-Ruckler sehen. Die kennen wir ja schon. Ja, ich hoffe, ich weiß noch, wie so ein Controller funktioniert. Ich habe den tatsächlich schon 2, 3 Wochen immer in der Hand gehabt. So, los geht's. Da fahren schon einige raus. McCain. Oh Gott, das ruckelt ja mal wieder ganz böse. Achtzig in der Box sind, Imola. Und da geht es los. Was wird uns erwarten? Im letzten Jahr war es ein 7. Platz. Wir haben da letztes Jahr, glaube ich, den 10. Startplatz gehabt, meine ich, im Qualifying. Und noch weiter hinten, ich glaube, 12. Startplatz oder so. Also war kein gutes Qualifying.
in diesem Jahr die Startplätze außerhalb der... Ich glaube, der beste Startplatz war bisher nur der 8. Platz in Kanada. Aber danach kam von dem Fiat nicht mehr so viel. Das ist kein Qualifying-Auto. Das haben wir schon gemerkt. Hier kann man zum Beispiel sehr gut rausrutschen. Die Variante Villeneuve. Und jetzt hoch zur Tosa. Wird ein schwieriges Rennen. Also Podestplatz rechne ich heute nicht. Aber Punkte, denn mindestens Top 5, Top 10 in der WM sollte drin sein. Top 5 wäre natürlich ideal, aber die Weltmeisterschaft, da sind wir doch mal ehrlich, die wird es wohl nur in der GT1 wohl eher geben, weil da sieht es gerade im Moment sehr gut aus für den Michael Beisler. Dort hat er ja die Führung wieder übernommen vom Lichtmess. Also GT1 WM, das kann er wohl gewinnen. Tourenwagen WM, was ihm eigentlich eher liegen sollte, wird in diesem Jahr mal tatsächlich zum ersten Mal seit langem, dass mal, wenn ich selber fahre, auch jemand anders mal Weltmeister wird, außer der Michael Beisler. Sind wir jetzt gerade die Aqua Minerale gekommen. Jetzt kommt die Variante Alta da hoch. Das ist eine ganz, das ist also, glaube ich, die ekligste Schikane auf dem gesamten Kurs. Wir haben gerade gesehen, warum. Neben uns fährt jetzt Juan Navarro. Dahinter könnte der Fuxi sein. Das ist der Fuxi. Das könnte das nächstjährige Auto von Michael Beisler sein. Der Navarro, der fuchtelt jetzt schon rum. Der Joker hat sich gewünscht, dass es hier wieder Boxenfunks geben soll. Man ist gerade in Verhandlungen, dass es ab nächstes Jahr in der TWC und GT1 auch wieder Boxenfunk geben soll. Der Joker hat sich gewünscht. In diesem Jahr werden wir es noch nicht machen. Aber im nächsten Jahr soll es wohl wieder Boxenfunk in alle Rennserie geben. Der Joker wird es gern haben. Er wünscht sich das. Aber in diesem Jahr wird es wohl eher dann technisch nichts werden. In Grand Prix 3, ja. Aber sonst nicht. So. Jetzt hier anbremsen. Das ist eine ganz eklige Anbremsstelle. Vor uns Juan Navarro. Bei Race 07 wird der Zeitenmonitor wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber müsste man ausprobieren dann. Aber da, ach, da schauen wir dann drauf, wenn wir die Fahrer beobachten. Er läuft neben mir auf dem Tablet. Aber wenn ich fahre, kann ich jetzt natürlich nicht auf der Zeitenmonitor. Der ist eh klein geschrieben. Muss ich ein bisschen näher dran gehen. Aber damit ich euch das noch besser kommentieren kann, wie die Zwischenzeiten sind, müsst ihr mal auch gucken, ob sowas bei Automobilista auch geht. Bis jetzt können wir mit dem Navarro mithalten. Es gibt mir Hoffnung, dass wir auf jeden Fall ein paar Kämpfe haben können in dem Rennen. Gegen den Conor Weigel oder Fuxi. Der will's wissen. Oh Gott, der Fuxi will's wissen. Fährt mir da ans Auto, der Fuxi. Der ist natürlich sauer. Der will natürlich nicht unbedingt freiwillig das Cockpit an den Michael Beisler hergeben. Aber die Zeichen deuten darauf hin, dass Fuxi nächstes Jahr nicht mehr in der TWC fahren wird. Und Michael Beisler das Auto übernimmt. Und da hätte man wieder ein WM-fähiges Auto, wenn man es richtig anstelle. Zumindest könnte man da mit dem Conor Weigel mitfahren. Die erste Zeit trudelt ein, Harald Oerlefsson vor Steven Hart. Sind die ersten beiden, die schon mal die Linie überquert haben. Aber Jake Eberhofer, das könnte vielleicht auch was für BMW heute sein. Und Fuxi, oh, Fuxi will es wissen. Das ist aber rüde im Qualifying vom Fuxi jetzt. Aber der ist verzweifelt. Saison ist nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Zur Saisonmitte nur 13 Punkte. Im Vorjahr hatte er fast 60 zu diesem Zeitpunkt gehabt. Der Toyota ist schneller. Und jetzt rempelt sich der Fuxi da vorbei. P7 für den Beisler. Und jetzt hat er den Fuxi da quer geschossen. Jetzt hat er den Fuxi da quer geschossen. Oh, das könnte Verwarnung. Fuxi, stinkesauer. Fuchtel, was hat der Beisler gemacht? Er drängt ihn da ab. Ah, touchiert er. Oh, da dreht sich der Fuxi und schlägt da ein. Und Fuxi gerade stinkesauer. Dieses Arschloch schießt mich runter. Und jetzt auch gucken, wie Fuxi hier schon hart gegen mich fährt im Qualifying. Dem ist der Frust der Saison anzusehen im Fuxi. Dass es eine Saison ist für den Mülleimer bisher. 13 Punkte, WM 15. Zur gleichen Zeit letztes Jahr war er WM 6.
Also das ist, ja, der Schlinger dabei ist aber auch mal wieder ganz gewaltig. Wer kennt das aus Portugal, die Fahrweise? Ah, dann gehen wir dem noch eine mit und dann schlägt der Fuchsi da stumpf ein. Will's gerne nochmal sehen, weil wir einen Ruckler drin hatten hier. Die Rennleitung verwarnt Michael Beißler. Last warning. Wenn er das im Rennen so macht, kriegt er eine Durchfahrtsstrafe. Wird ihm gleich gesagt, last warning. So ein Crash im Rennen bedeutet automatisch Durchfahrtsstrafe. Da schlägt er einen hinten. Fuchsi stinkesauer, Auto beschädigt, muss an die Box. Beißler momentan auf der 11. Aber das Auto ist auch beschädigt hier. Das muss er jetzt auch erstmal hier an den Rand stellen. Also auch Beißlers Auto muss in die Box, meine Damen und Herren. Also Fuchsi stinkesauer, hatte Beißler aber noch überholen können. Aber stinkesauer, das Auto wird jetzt gerade die Box geschoben, hat es jetzt an die Seite geparkt, da hinten richtig beschädigt. Heftiger Einschlag vom Fuchsi. Und er geht jetzt erstmal mit ausgestiegen, geht jetzt erstmal zur Fiat-Box und will sie jetzt erstmal den Beißler vorknüpfen, was das jetzt schon wieder sollte. Aber momentan, wir gehen einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein, Harald Oerlefsson. Wir gucken mal auf die Zeit, meine Damen und Herren. Eine 1,58,9 Harald Oerlefsson. Zwei Zehntel langsamer war Niko Czewicki, denn der ist Dritter im Ford. Niko Czewicki. Jetzt Boris Livic auf der 6. Boris Livic, Beißler Nummer 18. Harald Oerlefsson gewann in Südafrika. Der will auch an die WM noch ran. Der will ja Weltmeister werden. Das hat er ja gesagt am Anfang der Saison. Und da ist ja noch nichts entschieden. So, Steven Hart, Deco Impra im Audi auf der 7. Patrick Lang wird's freuen. Rocky Bergmann auf der 4. Also zwei BMWs. Wir gehen's mal durch. Also Harald Oerlefsson momentan vorne. Dann Niko Czewicki, J.G. Wofer, Rocky Bergmann, Michael Ford, Boris Livic, Frederico de Coimbra, Steven Hart, Valvorik und Igor Babic. Also auch der Valvo sehr gut dabei heute. Der mag Imola, der ist ein bekennender Fan von dieser Strecke. Und das zeigt er heute. Schweizer jetzt auf der 13. Und Conor Weigel, der im Vorjahr hier sein allererster Grand Prix gewonnen hat in der TWC, ist nur 14. Das spricht heute für Harald Oerlefsson. Der könnte heute in der WM rankommen. Nächster Verfolger Babic, nur 10. Also Harald Oerlefsson hat heute in Imola die große Chance, richtig viel Punkte wieder aufzuholen auf Conor Weigel. Aber der wird noch nicht aufgegeben. Was fehle dem Conor Weigel? Es fehle ihm 4,9 Sekunden. Da wird aber nochmal was kommen. Die Strecke wird natürlich nochmal schneller. Aber Czewicki im Ford ist natürlich eine Überraschung. Wir können uns gleich mal angucken. Conor Weigel wird mir ja, denke ich, angezeigt, was ist die Zeit im ersten Sektor von Conor Weigel. Aber BMW, wo ist Lukas Bär? Den finden wir nur auf der 16 im Moment, Lukas Bär. Aber Conor Weigel, wir bleiben mal onboard beim WM-Leader Conor Weigel. 4 TWC-Siege hat er, gehört mit Michael Beißler gleichgezogen. Und hat hier im Vorjahr seinen allerersten TWC-Sieg geholt. Damals vor Fuchsi und Harald Oerlefsson. Aber der hat die Chance, heute in Imola zu gewinnen. Besser gesagt, morgen dann im Rennen. Und der Harald Oerlefsson, der will Weltmeister werden. Das wissen wir, das hat er gesagt. Der Conor Weigel hat sich da zurückgehalten. Und da hinten fährt der Fuchsi. Da haben sie das Auto jetzt getaped. War wohl doch nicht so heftig, die Beschädigung. Also Radkasten nicht eingedrückt, Aufhängung noch ganz. Er kann mit dem Auto noch fahren. Aber wie gut es da noch sein wird, ist eine andere Frage. Beißler muss auch noch mal was zeigen. 6,2 Rückstand. Jetzt McCain auf der 11. Wir nehmen aber die Runde komplett mit Conor Weigel mit. Dass wir auch mal die Strecke einmal onboard gesehen haben. Aber die ist ja bekannt, die Strecke. Slivic ist im Moment im Aufwind im Fiat. Boris Slivic. Der Schweiz-Kroate aus Zuchwil. Conor Weigel nur 13. Das reicht noch nicht.
Wir haben hier Rocky Bergmann. Was kann Rocky Bergmann? Der zweiter Platz in Portugal, mein einziges Podest hier bisher. Aber Rocky Bergmann ist gewillt, denn der BMW ist richtig gut von Rocky Bergmann. Platz 4 verbessert sich nicht. Der Michael Beißler fährt raus, höre mir. Neuer Reifensatz. Dann geht's raus wieder. Bisschen freie Fahrt wäre nicht schlecht hier. 80 in der Box. Und lässt da jetzt schon mal. Warum fährt denn der jetzt nicht vorbei hier? Fahr doch vorbei. Igor Babic. Ja, der Babic hat es nicht gecheckt, was dabei ist. Er davor, der hat Angst gehabt, der will ihn abschießen. Nicht gecheckt, dass der den da durchlassen wollte, weil Beißler will freie Fahrt. Chirac auf der 16. De Coimbra heute die Audi-Speerspitze auf der 7. Aber beide Fords 2 und 5, das ist ein starkes Ergebnis. Ich glaube, heute muss der Boris die Fiat-Kohle wieder rausholen, wie auch schon in Le Castellet, wo auch starker Zweiter war, weil der Beißler auch nicht mit ihm mithalten konnte. Der hatte ja zu kämpfen, um den dritten Platz heimzubringen. Colin McCain auf der 8. Der kämpft ja auch noch dran, wieder an die WM ranzukommen, aber im Moment läuft Fahrrad Oerlefsson, denn Conor Weigl ist nur auf der 13 und Igor Babic nur auf der 11. Und der Michael Beißler, den zählen wir nicht zum WM-Kreis. Der kann nicht Weltmeister werden mit dem Auto dieses Jahr. Aber der kämpft ja um ein Top-5-Ergebnis. Und da sind ja so Kollegen vorne wie Bergmann, Eberhofer, die ihn da abfangen könnte, die sehr stark wieder performen heute, die BMW-Jungs. Außer Lukas Bär, der hat heute keinen so guten Stand. Jetzt die Variante Alter. Lassen wir die mal durch. Chirac und da ist noch einer, denn ich will freie Fahrt. Boris Livic. Lassen wir den auch mal durch, der Boris. Könnte ja auf einer Zeitrunde sein, bewies es ja nicht. Aber ich will freie Fahrt und deswegen lasse ich die Kollegen da mal alle durch. Auch schwierige Stelle im letzten Jahr gewesen waren die Rivazzas, wo wir oft rausgerutscht sind. Ähnlich schwer zu fahren wie die Lesmos in Monza. Die Strecke ja in der Nähe von Bologna. Zwischen Bologna und dem Zwergen. Zwischen Bologna und dem Zwergenstaat San Marino. Deswegen war das ja auch jahrelang der San Marino Grand Prix hier. Ich habe öfters die Anwandlung, dass ich das manchmal noch sage, San Marino Grand Prix, weil das so gewohnt war. Seit ich klein bin, war das immer das San Marino Grand Prix. Jetzt hat man es ja Emilia Romagna Grand Prix, die letzten zwei Saisons, 2020 und 2021 genannt. Bei uns ist es ja seit letztes Jahr schon ein Anfang an Race of Italy. Und in Grand Prix 3, AMS F1, wie auch immer, da wechselt sich's ja ab. Da ist aber jetzt wieder Monza dran. Abstand viel zu groß. Also das wird heute, es wird morgen wieder auf den Start ankommen, glaube ich. Abstand viel zu groß. Viel zu groß wieder. Also der Beißler und der Fiat werden in dem Jahr kalt. Steven Hart verbessert sich auf die 6. Hat Slivic verdrängt. Aber da vorne Czewicki. Und vor Czewicki hat schon mal Podest geholt. In Sentul im letzten Jahr. Zweiter war er von Pol gestartet, der Czewicki. Und hat in Imola bisher immer gut performt. Denn in der letzten Saison der AMS F1, in der 2020er-Saison, dort hat er den Haas Ford hier auf die Pole-Position gestellt. Auch seine einzigste Pole in der Formel 1, Niko Czewicki. Der Eichert jetzt. Na, ja, die Schikane mal schlecht gekommen. Schlecht. Eichert auf der 8. Jetzt Fuchsi auf der 7, also da geht doch noch was mit dem ledierten Toyota. Also hinten ja total zugeklebt habe mit blau-rotem Tape. Da war da doch schon ein paar Löcher drin in der Reihe. Aber jetzt wird die Strecke schneller, jetzt ist auch Babic schneller geworden. Also vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit, dass jetzt dann doch einige nochmal rausfahren. Auch Eberhofer könnte nochmal um die Pole fahren.
Michael Beißel erwartet man keine Platzverbesserung. Aber der kann ja jetzt nochmal rausfahren. Colin McCain noch überholen, damit man die freie Fahrt habe. Das war grenzwertig jetzt. Da muss er aufpassen, dass er nicht zu arg über die Curbs holt. Hier wurde mal Linus Hartmann rückversetzt, da er hier mal abgekürzt hat beim Überholen der Formel 1. Na, ein paar Plätze sollte schon noch nach vorne gehen im Qualifying. Das Qualifying ist der Schwachpunkt des Jahres bisher. Die Rennen waren eigentlich immer recht ordentlich vom Start weg, aber wir haben dann halt auch öfters mal gecrasht und das ist das Problem. Aber jetzt, vielleicht, wenn wir die Runde jetzt sauber hinbekommen. Aquaminerale. Und die Variante Alter, die haben wir bisher noch kein einziges Mal ordentlich getroffen. Na, auch hier wird dann noch so semi-gut getroffen, die Variante Alter. Geht's noch ins Mittelfeld oder wird es hier mal wieder ein 19. Startplatz vom Beißler? Es wäre jetzt nichts Neues. Da gibt er Vollgas. Da gibt er aber Vollgas. Da hat er jetzt es gut getroffen, Rivazza 2. Ah, könnte eine, hoffentlich eine kleine Verbesserung geben. Also für die Pole reicht's nicht, da sind wir weit weg. Na, es reicht auch nicht für eine Zeitverbesserung. Es bleibt P19, aber wir machen noch einen Versuch. Aber es wird nicht über den 19. Platz hinausgehen, meine Damen und Herren. Es wird wieder der vorletzte Startplatz. Ja, es ist nicht meine Strecke. Da habe ich jetzt wieder mehr Hoffnung auf den Nürburgring in 3 Wochen. Aber vielleicht gelingt uns noch eine Runde. Der Mann der Last-Minute-Verbesserungen, Michael Beißler, oft im letzten Jahr gewesen. Auch in der GT1 oft wieder bewiesen, das Ganze. Sind wir auch besser aus der Tosa rausgekommen. Also so mal noch ein paar Plätze höher im Qualifying wäre schon nicht schlecht. Weil nur wieder auf den Rennstart zu vertrauen, ist halt natürlich gefährlich. Da haben wir sogar mal kurzzeitig Vorsprung gehabt. Da rausgekommen sind. Aber die Runde sieht nicht schlecht aus. Ja, aber wir müssen noch die Rivazza schaffen. Später eingelenkt. Später eingelenkt. Die haben wir vorhin auch schon voll gefahren. Das machen wir jetzt auch wieder. Das könnte jetzt wieder eine Last-Minute-Verbesserung geben. Wo wird uns das hinbringen? Das wird wieder eine saugute Runde. Also ich hatte das Gefühl, die Runde war super. Wo bringt sie mich hin? Auf die 17! Auf die 17! Geht da noch was? An Bär und Schweizer vorbei. Wie gut ist der Flo? Schaffen wir noch eine. Das wird dann wohl der letzte Umlauf sein, den wir hier noch schaffen. Geht da noch was? P17. Platz 8 war in Kanada der beste Startplatz bisher in der Saison. War ein bisschen rausgekommen, aber das haben wir gut abgefangen.
Es ist wichtig, einen guten Startplatz zu haben, weil beim Rennstart, da muss man ja schon ganz aufpassen. Da kann viel passieren. So breit ist das nicht. Aber im Moment sieht die Runde noch besser aus. Aqua Minerale. Das Auto ein bisschen schlenkern. Qualifying vorbei. Was wird diese Runde wert sein? Die sieht schon mal sehr gut aus. Es könnte noch mal eine leichte Verbesserung geben hier. Nochmal eng die Schikane angefahren. Ja, das war okay. Das war okay. Jetzt noch die beiden Rivazzas meistern. Das könnte auf jeden Fall ein guter Start. Chirac hat sich jetzt vom Beißler vorbeigearbeitet. Da ist er gut. Nicht nur gut in die Rivazza 1 gekommen, gut aus der Rivazza 2 raus. Es gibt nochmal eine Zeitverbesserung für den Michael Beißler. Wo wird sie hinführen? Wo kommt er hin? Wo kommt er hin, der Beißler? Auf die 19. Ach, schade. 18. am Ende. Schade, die Zeit war besser. Was hat uns denn gefehlt? 4,3. Es war eine gute Runde, aber es hat nicht gereicht. Harald O'Hurlefson holt sich seine zweite Saisonpole, müsste das schon sein. Stand ja auch schon in Südafrika auf der Pole, das Rennen gewonnen. Nico Czewicki auf der 2. Bester Startplatz seit Michael Ford in Austin. Der startete mich auch von der 2 damals. Und Jake Eberhofer, bester Startplatz für ihn in der TWC. Da vorne Conor Weigel, da schleift was am Auto, sehen wir gerade. Der nur 15. der WM-Leader. Big Point für der Harald O'Hurlefson heute. Conor Weigel, da schleift was am Auto. Da muss ein Splitter abgefahren sein bei Conor Weigel. Und das war's, das Qualifying. Aus, meine Damen und Herren. Ja, Platz 18, die Runde sah besser aus. Und die war eigentlich auch vom Gefühl her ganz gut. Und ja, hat nicht viel gefehlt, um Navarro und Bär noch einzuholen. Also Lukas Bär hat sich auf den letzten Metern auch noch verbessert. Aber was? Harald O'Hurlefson holt sich die Pole Position zum zweiten Mal in dieser Saison, zum vierten Mal gesamt in der TWC. In Südafrika hat er von der Pole das Rennen gewonnen. Mit einem Sieg oder einem Top-3-Ergebnis könnte er Conor Weigel wieder beträchtlich nachrücken. Sind ja nicht ganz 30 Punkte mehr. Also er könnte wieder bis auf 4-5 Punkte an ihn rankommen. Und der Harald O'Hurlefson, der will die Weltmeisterschaft gewinnen. Das hat er von Anfang an gesagt. Nico Czewicki auf Startplatz 2. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für Ford. Der Ford Focus scheint dir sehr gut zu liegen. Und der Czewicki ist auch einer, der mit Imola sehr gut kann. Hat da seine einzigste Formel 1 Pole geholt und sein letztes Formel 1 Podest. Also, der kennt Imola. Und Jake Eberhofer, Startplatz 3 für BMW. Also, Ford könnte sich wieder an 4 dran arbeiten in der Herstellerwertung um P4. Rocky Bergmann auf der 4, Michael Ford 5, Steven Hart, Fuxi mit dem ledierten Toyota auf die 7. Der muss ein paar Punkte wieder für die Herstellerwertung beisteuern. Denn dahinter Boris Livic, Michael Eichert, Igor Babic auf der 10 nur. Frederico de Coimbra auf der 11, Colin McCain nur 12, dann Chirac, Valvo, Conor Weigel, der WM-Leader, heute nur Startplatz 15. Das wird schwierig mit dem Rennsieg. Dann Lukas Bär, Juan Navarro, Michael Beißler, Matze Schweizer und Dustin Rolko. Der Dustin Rolko hat technische Probleme am Audi gehabt, der konnte keine anständige Runde fahren. Differentialprobleme hören wir beim Audi von Dustin Rolko. Ja, Chirac hat auch nicht besser hing, aber ja, Punkte vielleicht möglich für Audi an diesem Wochenende. Und Harald O'Hurlefson, der ist glücklich, der will natürlich was bewegen, das ist ja ganz klar, der will die Weltmeisterschaft gewinnen. Und in der zweiten Saisonhälfte, Conor Weigel hat eine gute erste Saisonhälfte gefahren, aber wir wissen, wie das ist mit guter erste Saisonhälfte. Frage Sie mal beim Luca Lichtmess nach, wie das war in der GT1. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel.
Wir haben 35 Grad Streckentemperatur, ist schon warm, die Sonne knallt auf die Strecke, es sind nur leichte Wolken am Himmel, also ja, relativ wolkenlos. An diesem letztes Jahr war es ein bewölktes Rennen. Und was wird uns erwarten? Ich weiß nicht, was wir erleben werden in dem Rennen. Ich würde sagen, es wird ein schwieriges Rennen. Der Start muss wieder der Schlüssel sein, weit nach vorne zu kommen. Möglichst keinen umzudrehen, denn der Beißler hat schon die Verwarnung. Bei einem Crash steht er wieder einmal in der Box. Und ja, das ist in diesem Jahr wirklich fatal, diese Punkte so zu verlieren. Wir haben das ja in Südafrika schon hingekriegt. Also das sollte uns, und in Portugal lief es ja auch nicht, also das sollte uns dann ein bisschen Auftrieb geben für das Rennen morgen. Kann der Harald Örlefsson den zweiten isländischen Sieg in der TWC feiern? Oder gewinnt vielleicht sogar Nico Czivicki das Rennen für Ford? Das wäre es auch noch. Oder Jake Eberhofer mit dem BMW, der könnte sich auch einen Rennsieg holen. Wir werden sehen. Das war es auf jeden Fall vom Qualifying. Ich sage schon mal danke euch fürs Zuschauen. Und seid morgen dabei beim Race of Italy, 20 Runden in Imola, siebtes Saisonrennen. Wer wird gewinnen? Und vor allem, wird der Harald Hörlefsson die Weltmeisterschaft mal wieder weit nach oben stoßen, dass es jetzt zu einem Toyota-Zweikampf kommt? Wir werden es sehen. Ich sage schon mal danke euch fürs Zuschauen. Keep racing, auf Wiederluege und bis morgen zum Rennen. Tschüss.